Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich Vanillepudding herstelle. Hier sind die Zutaten. Ich verwende 35 Gramm Speisestärke, 720 Milliliter Milch, das Eigelb von 6 Eiern und ein ganzes Ei, 100 Gramm Zucker und eine Vanilleschote. Ich kratze die Samen aus der Vanilleschote und gebe das zu der Milch. Die Vanilleschote kommt auch rein, denn da steckt noch viel Aroma drin. Die Milch soll erhitzen, aber nicht kochen. In der Zwischenzeit gebe ich den Zucker und die Speisestärke zu den Eiern und verrühre das. Dann temperiere ich das Eigelb, indem ich ein paar Löffel von der heißen Milch dazugebe und dann die Eigelbmischung zur Milch gebe. Das kommt jetzt wieder auf den Herd bei hoher Stufe, bis die Stärke aktiviert ist und der Pudding fest wird. Und fertig ist mein selbstgemachter Vanillepudding. Dieses Rezept reicht für ungefähr 6 bis 8 Personen aus. Von euch würde ich gerne wissen, wie mögt ihr denn am besten euren Vanillepudding? Kalt oder warm? Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich wie immer freuen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.